Marc Aurel stellte es wieder her. So erneuerte er auch für das Heer das strenge hadrianische Reglement. Und das war sehr nötig. Der Himmel umwölkte sich von allen Seiten. Mars rasselt mit den Waffen. Friedensschallmeien verstummen. Marc Aurel sollte sein Leben in Sorgen und Kriegsstrapazen verbrauchen. Gleich anfangs gab es eine Tiberüberschwemmung in Rom, die die Stadt entsetzlich mitnahm. Dann begannen die unruhigen Parther im Osten den Krieg. Marc Aurel schickt seinen Adoptivbruder und Mitregenten Verus gegen die Parther, aber zum Glück nicht ihn allein. Avidius Cassius ist der römische Feldherr, der Legat, der die Fehde im Osten damals in 4 Jahren im Jahre 165 ruhmvoll erledigte. Verus aber war einer von den gottvollen Prinzen, die gern wie ein König in Frankreich leben. Gar nicht bösartig, aber von der naivsten Vergnügungssucht. Warum nicht mit Geld plempern? Und wozu sind die guten Weine da und die edle Kochkunst und die schönen Frauen? Sich amüsieren ist erste Lebensregel. Er hielt sich während des Krieges wohlweislich weit außer Schussweite in Antiochien und in jenem verführerischen Daphne auf, der verrufenste und üppigste Vergnügungsort im syrischen Orient, wohin man planvoll kein Militär legte, weil es dort verlotterte. Am liebsten wäre darum dieser Verus ganz im Orient geblieben. Marc Aurel musste ihn zwingen, endlich zurückzukommen. Er hatte sich schwer in ihm getäuscht, und wir merken daran, welch ein Vollblutoptimist er war.